Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge unseres Jagged Alliance 3 Let's Plays. Ich bin der Palzi. Wir sind hier sowohl mit Charlie als auch mit Echo Trupp im Sektor J9. Mal wieder ein Dschungelflussufer. Aber wir wollen hier die weißen Haie erledigen. Denn die weißen Haie haben etwas, was uns gehört, und das ist eine Diamantlieferung. Insgesamt 6 Gegner. Stimmt nicht ganz, denn da laufen noch ein paar Handtaschen rum. Kroko-Handtaschen. Und wir haben 5 Damen. Ich weiß nicht, ob jede von denen da eine Dame ist. Meltdown würde ich nicht unbedingt dazu zählen. Die ist ja nun eher rustikal. Aber die anderen 4 mögen bestimmt Krokodil-Leder-Handtaschen. Dann werden wir mal gucken, was daraus wird. Ted, shh, gotta be quiet. Das ist ein bisschen weit weg für eine Blendgranate. Falscher Druck. Moving quietly. Wie ist das bei dir mit einer Blendgranate? Auch ein bisschen weit. Es sind aber auch 10 Leute gegen 6. Die müssen wir doch so abserviert bekommen eigentlich. Wir können ja mal eine Senfgasgranate ausprobieren. Das wollte ich eh schon lange. Larry. Kannst du das Ding werfen? Nicht besonders weit. Das gefällt mir ja gar nicht. Zumal er ja steht nach dem Granatenwurf. Nee, das ist keine Option. Mal wieder die Stabgranaten rein. Was haben wir hier noch? Tränengas. Zeig mal da die Reichweite. Auch nicht gut. Könnte aber sein, dass Larry und Barry, die beiden Grenadiere, dass der vielleicht da ein bisschen... Ist auch nicht gut, müsste auch näher ran. Und wie gesagt, die sind exponiert, sobald sie geworfen haben. Vielleicht warten wir einfach mal ab. Nee, aber die gehen irgendwie nur bis dahin. Jetzt wären es 2, jetzt 3. Na, jetzt geht einer wieder raus. Enemy spotted! Okay. Ey, nicht auf Barry schießen. Das mag Larry überhaupt nicht. Also, der ist in Deckung gegangen. Der ist geblendet, der ist geblendet. Die sind alarmiert. Ja, haben wir mal eine Tränengrasgranate. Jetzt würde ich gerne doch eine Senfgrasgranate mal ausprobieren. When I was little, I would hide from everyone. Da in die Richtung ist auch ein Baum. Das heißt, das ist nicht so schick. Aber Flay könnte den bekommen. Fangen wir mal mit Barry an. Bewegung hierhin schießen.
2, 3, 4 schießen. Und dann hat er aber nur noch 5. 2, 3, 4, 5. Nee, das ist mir alles zu heikel. The prey will not sleep. Flay. If the wind holds steady, this will work. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Streifschuss. Ist aber eine Option. So, wer ist gefährlich? Der Schlechter muss weg und der da. Empty. I am not sure I can handle this many enemies. Doch, doch, kriegst du hin. Und zwar fängst du... Decent chance, given they don't see me. Nee, aus der Richtung ist eigentlich der Scharfschütze besser für dich. Unter Umständen erwischt er den Vorderen auch gleich noch mit. Schon mal der Diamantfritze und der hat sich auch eingefangen. Die ist aber ein bisschen exponiert an der Position, also wir müssen ihn auf jeden Fall noch hinlegen. Nachladen kannst du auch. When I was little, I would hide. This will surprise them. Nur die zwei? Ah, hier würdest du mehr sehen. Buns. Looking for stealth kill position. Und dann haben wir da Being noch das quiet Problem. Ain't my strong suit. Die zwei sind geblendet, die sind schon halb raus. Wir könnten einen mobilen Schuss. Aber nicht vor bis in Deckung. Hier ist auch nirgendwo Deckung. Hier könnten wir hin. Da würde der mobile Schuss aber auf den gehen. Ich würde lieber den Schlechter beackern. Ready. Was hat Rosa für Optionen? Aiming. Okay, der Schlechter ist weg. That one went down nice and quiet. Der Schlechter ist weg. Zweiter Trupp, Buns. One sneaks up on the enemy like so. This will be trivial. Du hast ja eigentlich eine Optik drauf, die dafür sorgt, dass wir keine Streifschüsse haben. Hatten wir die Optik Rosa aufgegeben? Ich weiß es nicht mehr. Ne, die immer noch das schnelle Prismenzern effektiv werden wollen, müssten wir gleich mal ändern. Wir können aber auch mit Meltdown jetzt tatsächlich den mobilen Schuss hier probieren. Ja, das war schon nur ein Streifschuss. Das ist. Easier than shooting beer bottles. Ah, Doppelschuss geht schon wieder gar nicht. Okay, das war keine gute Idee. How can I assist? Wir könnten das aber noch retten. With certainty. Nee, Barry. Den nehmen wir dann doch nicht. The prey will not see. Kalina muss auf jeden Fall die Artis-Bewegung hier machen. Und dann auf den da. Nee, nicht auf den, auf den anderen Stern, bitte. Wo ist denn Kopfschuss hinkommen? Das war eigentlich von der Entfernung ziemlich gut, meine Liebe. Becoming undetectable.
Easy shot on an unsuspecting target. Wir haben Larry noch gewöhnlich wirklich genutzt. I'm so quiet, I can't even hear myself. Du hörst sowieso nichts, da bin ich mir ziemlich sicher. Kannst du mal versuchen, den da. Oh wait, maybe that's me. Ah, da hat zumindest schon mal einen. Dann haben wir auf der Seite noch Steroid. I will wait for the puny enemies to make their little moves. Buns würde ich gerne noch pinnen auf den Marodeur. Kalina hier. Kalina lege ich einfach nur hin. What? Larry auch. MD present. Auch. Dann ist der Druck da durch. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur noch die hier. Yes. Rosa. Welche Optionen? Ja, das wird nix. Das ist auch nur ein Streifschuss wahrscheinlich. Der ist gepinnt und auch zu weit weg. Die Überwachung spare ich mir jetzt. Wir haben noch Livewire. Hide and shoot, that is my game. Ja, Streifschuss, das taugt alles nicht. The prey will not see. They will not know from where this shot comes. Alles nur, ist das jetzt wegen des Gases oder wegen der Nacht? What? Ich möchte eigentlich nicht Meltdown drin stehen haben, sondern nur die anderen beiden. Ja, aber es geht nicht. Doch, hier geht es. Here goes something special. So, Rosa, da hast du deine Optionen aber ausgespielt da. Wie ist denn das jetzt mit den Schüssen? Das sind immer noch Streifschüsse. Und auf den da vorne, ja, der ist halt in Deckung, ne? How can I assist? Hau raus. War klar oder war unwahrscheinlich. Gratisbewegung. Jetzt den Gesellen. Hau raus. Oh, der hat aber einen schönen Überschlag gemacht. Und dann hinhocken. Meltdown. Damn, I hope there's a lot of blood. Nur einen Streifschuss, auch noch hinhocken. Discreet mode. Wir haben noch Flay. War ausreichend. That little challenge was worthy of my skills. Und dann Livewire.
irgendwo, wo ein bisschen Deckung ist. Beweg dich mal dahin. Und dann sind wir durch mit dem Zug. Show them our strength! War nicht weiter wild. The hell you want. Was machen die Krokos? Haben die sich bewegt? Ich glaube ja, ne? Vergeltungsziel für Meltdown. Do I look like a magician? Forget it. Banz sieht ihn nicht mehr. Wie ist das mit Kalina? Die hat ihn doch. I have the villain in my sights. That was pretty good for a girl. You should be proud of yourself. So. Und dann kommen da gleich noch Krokodile. I will follow them like a tree in the forest. Ich mache auch überhaupt kein Overwatch. Ich werde zusehen, dass ich die Rübe einziehe. Looking for stealth kill position. What? Du kannst mal wieder hoch dich verstecken. No problemo, man. I'll just take this pill and make myself real small. MD. Genau das gleiche. I was never good at hide and seek. So, dann wäre der Trupp schon fertig. Hier müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen bewegen, damit wir nachrücken können. Vielleicht nicht gerade ins Training rein. Aber hier hin und dann den da. What? Rosa dahin bringen. Tarnen. Dann kannst du den Meltdown die paar Wündchen da verbinden. Lifewire hier hin. Alright, I'm going. Very wunder. Ist keinerlei weitere Deckung. Wir haben erstmal hier rüber. The buttons will not see. Und dann zu. Sweet Jesus, that's better. Thought I was gonna run out of blood. Die sind jetzt nach da zurück. Okay. Kalina here. It is luckier there than here, yes? Oh, sie ist nicht verborgen. Das ist vielleicht nicht gut gewesen jetzt eben gerade. Becoming undetectable. Quiet and efficient. Buns. Larry. I'm so quiet, I can't even hear myself. I will fall on them like a tree in the forest! Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. I will try to remain hidden. Oh, down there. You want something? Being quiet ain't my strong suit. This sneaky shit ain't my style. Oh, ich glaube, wir können weiter. There's no way they ain't gonna see me. What? Okay. Hurry. Moving quietly. Life fire. Dann Flay.
Krieg bei Rosa? Wahrscheinlich ist er schon seit 5 Minuten da. Wahrscheinlich schon im letzten Kampf gewesen, in der letzten Folge. Und ich habe es wieder nicht bemerkt. Stufe 4. Ernste Warnung fand ich ganz gut. So, wir haben jetzt aber Beweglichkeit auch hoch. Und ich finde den Flankierer wirklich gut, muss ich sagen. Nicht den Flankierer, den Sprinter. Bei der Kraft sehe ich sie eher nicht. Aber beim Sprinter auf jeden Fall. Flankierer wäre auch hübsch. Bloß wenn ich mich hier entscheiden müsste, dann würde ich ja den Sprinter jetzt, glaube ich, nehmen. Die Mobilität ist, finde ich zumindest, relativ wertvoll. So, dann weiter. Das war dann wohl der Zug. Ready. Ach, jetzt kommen sie wieder da an, ja? Kalina hier. Kalina muss sich auf jeden Fall mal tarnen. Everyone. Ja. It is a shame they will not be able to watch me move. When I was little, I would hide from everyone. Well, Babusia thought it was this way. Becoming undetectable. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Ich würde gern erstmal wissen, wo MT landet. Trying to be quiet. Da. Nee, kann noch einen weiter. I'm like a shadow. A super secret shadow. Da. Only I can see. Und dann können wir jetzt, glaube ich, auch hier. I was never good at hide and seek. Überwachung starten. Das I shall not make a noise. I will watch over our party. Observe. One sneaks up on the enemy like so. So, Trupp 1. Oder ein Charlie-Trupp. This sneaky shit ain't my style. This plan sucks. Ready. Moving quietly. Hide and shoot. That is my game. I am thou mean. They will not smell me coming. Lasse Rosa da. I will try to become hard to see. They cannot hit what they cannot see. Being quiet ain't my strong suit. That's my. This sneaky shit ain't my style. Moving quietly. Ui, die waren aber flott jetzt da. Na, so flott auch wieder nicht. As silent as a spirit in the woods. Quiet and efficient. Trying to be quiet. Trying to be quiet. Dann bringen wir den Trupp jetzt mit hier mit rüber. Looking for stealth kill position. Steroid, volle Bewegung. Ja, volle Bewegung, wenn ich getarnt bin. Ja, Palzi. Was hast du davon? Jetzt war ich auf den falschen Tasten hier. Larry deckt aber hier noch ab. Erstmal. Jedenfalls kann er auch von da eine Granate schmeißen. So, Kalina.
as silent as a spirit in the woods. Observe. One sneaks up on the enemy like so. Once. Du kannst noch pinnen. Das ist völlig... Easy shot on an unsuspecting target. Ah, das kann aber nach hinten losgehen, wenn der jetzt da um die Ecke läuft, ne? Oh, 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 und da ist irgendjemandes Kopf im Wege. Was soll denn das sein? Du schießt doch da an Kalina vorbei. Das kann ich nicht verstehen. This will be trivial. Ah, ne, ist gepanzert. Was habe ich denn da schon wieder gesehen? Meltdown. This idea ain't worth a bucket of piss. Da wird was kaum mit durchkommen, glaube ich. Mach's trotzdem. Von sehr stark runter auf stark und dann kommen da mal einen zurück, bitte. The prey will not see me. Hier ist auf jeden Fall noch gratis. Ich will die jetzt nicht zu nah dran stehen haben. Die sollen ruhig schön kommen. Gratisbewegung. Der Schuss kostet aber 11. Danach kommst du nicht mehr weit genug weg. Nee, machen wir nicht. Ich werde die alle mal schön hier... sammeln. Vor allem ist dann in die Richtung auch das Schussfeld frei. Hide and shoot. That is my game. Discrètement. What? So, zweiter Trupp. Da haben wir noch MD und Kalina. I was never good at hide and seek. I shall not make a noise. Wanz haben wir jetzt auch noch. Eben konnte ich auch gerade noch pinnen. Warum geht denn das jetzt? Achso, weil das gelegt hat, ne, nachdem es getroffen wurde. As silent as a spirit in the woods. Quiet and efficient. Bin ich ja mal gespannt, wie stark die Viecher sind. Upsi. Alter, Barry, du bist der Beste. Also, Barry, du kriegst aber keine Handtasche, sondern Krokodillederstiefel. So, Livewire. Ich glaube, du darfst einfach mal. This is so exciting. It's so exciting. Zehn ist nicht viel, muss ich dir This mal sagen. This is no problem. Du hast auch Match-Munition geladen. The hell you want. Meltdown, deine Munition haben wir auch genüge. Und das war's dann auch. The buckets are all dead. Time to take trophies. So, hier hatten wir gelootet. Sure. Dann laufen wir jetzt hier mal runter. We all go now. Hm? Are there any sweets for good little girls? Yes? Sure, we'll get there. Aber kein Krokodilleder, das ist ja ein Skandal. Oh. Beschädigter Saphir. Ihr habt ja gesagt, man braucht nur die aufheben hier. Also Stapel verkaufen, aber sicher doch. Barry, nimm mal das Zeugs erstmal, bevor wir es dann verteilen. Das können wir auch gleich verkaufen für 12.
Come on! So, haben wir hier nach hinten noch irgendwas? Lass uns erstmal gucken gehen. Sure, boss is around. Da sind noch mal Konter. Ready. So, boss. Let's go. Hello there. Ja, hier live war. What an adorable little look. Ach, dann mach's doch bitte auf, meine Gute. Das ist ja... Nochmal... Hier für... Wer schleppt alles? Barry schleppt es zurzeit. It's not technically swell. This is cute. Ein Chip ist sehr gut. Was ist das denn? Eine Schrotflinte. 32 Schaden. Kann ich das mal vergleichen? Die Reichweite ist vor allen Dingen nice. So, haben wir alles? Ich glaube ja. Insbesondere unsere Diamantenlieferung. Galina hier. Und dann stellt ihr zwei euch mal zu den anderen hier hübsches Gruppenfoto. Denn das, meine Lieben, wäre es dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Nächstes Mal gehen wir dann den Hafen da von Port Cacao. Wie heißt das? Docks von Port Cacao an. Achso, wir könnten noch mal kurz einen Blick riskieren. Ne, wir haben keine neuen Notizen. Haben wir für die... Da haben wir auch keine Quest für. Na gut, aber wir gehen trotzdem nach Süden. Wir werden uns da um den Hafen kümmern. Dann wird ja vielleicht auch dieser Angriff von dem Außenposten hier getriggert. Aber das, wie gesagt, Zukunftsmusik. Ich hoffe, die heutige Folge hat gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.